Es ist wieder mal ein Aufruf für einen Freund von mir, der Unterstützung braucht. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help. Wer sich am Blog 81 erinnert, ich war dort beim Stefan Herter und er war, wie viele Winzer, von dem Frost im April betroffen. Er hat etwa 65-70% seiner Pflanzen sind dort gefroren, also die Triebe sind gefroren und er hat einfach viel von seiner Ernte verloren. Er macht so wie zum Beispiel der Grimbart, den ich auch schon auf dem Blog verlost habe. Und er hat jetzt ein Projekt gemacht auf 100 Days und er sagt, er hat Wein bekommen von anderen Bauern und er tut einen Weinkelter, dass er seinen Betrieb eigentlich mit dem so ein bisschen retten kann. Eigentlich. Und das ist ein Aufruf, unterstützt ihn. Ich weiss, es gibt viele Projekte draussen, die man unterstützen sollte. Es gibt viele Sachen, die man Geld geben sollte. Aber das ist so ein bisschen meine Plattform, dass ich sagen kann, hey, er ist ein mega cooler Mensch. Er macht mega feine Wein, also schaut das an. Ihr könnt so verschiedene Päckchen lösen und ich komme dann den Wein von ihm über. Also schaut es an. Coole Sache. Danke. Bis morgen. Hallo miteinander. Mein Name ist Stefan Herter und 2012 konnte ich den Traum von meinem kleinen Weingut hier in Winterthur am Tackenberg erfüllen. Seitdem konnte ich 4 Jahrgänge kältern, die mir extrem gut gefallen. Im Rebberg arbeiten wir wie auch noch dazumal viel von Hand und verzichten bewusst auf jegliche chemische und synthetische Fungizide. Im Keller leben wir die Devise «Weniger ist mehr». Und auch hier lassen wir die Pharmaindustrie aussen vor. Wir brauchen kein Pülverli, kein Wässerli. Und lassen den Wein definitiv entstehen. Er darf werden und wird nicht gemacht. Nach einem perfekten Sommer 2015 hätte die Reben extrem genährt in 2016 starten. Leider haben wir Ende April einen Spätfrost verwischt. Und die 20-30 cm grossen Triebe sind am nächsten Morgen bereits braun gewesen und ein paar Tage später sind sie abgefallen. Alles, was jetzt neu dazugewachsen ist und schön grün leuchtet im Moment, ist leider unfruchtbar gewesen. Und das bedeutet für uns, wir haben etwa 60-70% Ernteeinbussen. Faust im Sack machen ist nicht mein Ding. Und mein kleiner Betrieb braucht ordentlich Schubkraft, um das schwierige Jahr zu überstehen. In Andenken an die eisige Nacht produziere ich einen weissen und einen roten Wein aus gekauften Trauben mit dem Namen Väterchen Frost. Die beiden Weine werden eingekühlt von einer Etikette, die gestaltet worden sind von Michel Casaramona. Rebbauern aus der ganzen Schweiz haben extrem viel Solidarität gezeigt und verkaufen mir einen Teil von ihrer Ernte im nächsten Herbst. Darum brauche ich deine Hilfe. Kämpf mit mir und dem väterlichen Frost Seite an Seite gegen die klirrende Kälte.